Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder bei der hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich letzten Episode, denn Ja. sonst werden wir hier noch zu Alkis, Aber ehrlich, ja. weil wir es nicht mehr ertragen. Wow. Ich meine, ist ja alles schön und gut und die Entwickler haben ja auch recht mit all dem, was sie sagen. Aber gehört es wirklich so explizit und ausführlich in ein Adventure-Game, wenn ihr Entscheidet selbst und ja, wenn ihr sagt uns, mit was ihr Ja oder denkt. Nein schreibt uns bitte einen Kommentar in diese hoffentlich letzte Episode. Ja, es interessiert uns auch brennend, wie ihr dazu steht. Ja, wirklich, weil ich meine, es sind natürlich wichtige Fragen, aber ich finde, sie haben nicht unbedingt so ausführlich in einem Adventure-Game was verloren. Bla bla. Was Was noch? noch? Oh, ja, ist egal. Ja. Eine Subventionierung von Arzneimitteln kann derart strukturiert werden, dass den Unternehmen politische Einflussnahmefreiheit bleibt. Ein guter Punkt. Und noch was? Arzneimittelpreise sollten generell für besonders Bedürftige gesenkt Ja, werden. ganz genau. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das ist nicht gerade im Rössler seine Strategie. Ja, das ist nur das, was uns einfiel gerade. Genau. Ich merke schon, Sie sind ein schlaues Ja, Köpfchen. gell, ich soll die Gesundheitsminister werden. Sie haben eine naive, weltverbesserische Ader. Aber Ihre Vorstellungen von Moral sind überaus unnatürlich. Ja, unnatürlich, und wie meinen Sie da? Die Natur wertet nicht, Herr Hubler. Sie weist weder Lebewesen noch Dinge zu einem bestimmten Wert zu, noch unterscheidet sie sich, nee, zwischen gut und böse, schlecht und fair und so weiter. Der Natur ist alles gleichgültig. Am Ende überlebt der Bessere. Das ist die einfachste und einzige Ja, die Regel. hatten schon die Nazis, diese Meine Regel, Regelung. genau. Ihre Werte, Ihre Ansichten, Prinzipien, Herr Hobler, sind alle künstlich und unnatürlich. Ja, so haben die Nazis auch argumentiert. Und jetzt fängst du auch noch an hier mit noch mehr so Scheiß. Ich bin. Also jetzt aufhören! Und sie maßen sich an mit diesem künstlichen Konstrukt, das sie gewissen nennen, über mich zu richten. Wollen sie sich über die Natur stellen? Egal oder? Keine Ahnung. Ja, Trotzdem kann ich sie irgendwie das verstehen. ist ja schön. Dann können wir das Spiel jetzt Ja, vielleicht beenden. erinnern Sie mich an mich selbst, als ich so jung war wie Sie. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Ja, dann komm, geh jetzt ins Zimmer und ich blas dir ein. Ja, aber fick dich in den Arsch. Oh, da kommt der Professor. Ah, endlich Können Sie hier. sich gut als Berater vorstellen? Professor Wojciech, schön, dass Sie in unserer kleinen illustren Runde hier auch mitmachen möchten. Wir ein flotter Dreier. Ja, die Polizei Weiß kommt man auch vielleicht gar gleich und ich habe nicht genug gehört. gehört. Also, Herr Hogler, was sagen Sie? Das beeindruckt den gar nicht. Zeigen Sie ein und Sie werden nie mehr auch nur einen Hauch eines finanziellen Problems haben. Die haben doch gehört, die Polizei kommt gleich. Ich komme nicht Das verspreche ich mit. Ihnen. Julian, Juhu. mit den Beweisen, die du gesammelt hast, bringen wir den Mann ins Gefängnis. Buddy. Was meinst du? Ja, jetzt können wir uns entscheiden, Was wir machen, was da wir oder machen. da? Ja, das entscheidet du, du spielst es. Es gibt dann zwei Enden, glaube ich. Ah, dann bringen wir ihn hinter Gittern und sind moralisch korrekt. Genau. Oder? Wie du möchtest, ich Na, sag nichts. Mama, mir ist egal. Eigentlich könnten wir jetzt die Zuschauer abstimmen lassen, aber bis dahin habe ich das Spiel nicht mehr auf der Festplatte. Nein, eben, das wird mich dann gelöscht. Ich weiß nicht, bringen wir ihn hinter Gitter oder da? Was Sind würdest du denn nehmen? wir raffgierig oder moralisch? Ich würde ja gerne Kohle verdienen. Ja, du bist raffgierig. Nein, wir bringen ihn hinter Gitter. Tja, was machen wir jetzt? Haben wir junge Zuschauer oder ältere? Die älteren, die könnten wir unter raffgierig einordnen und die jüngeren, die könnten wir unter moralisch. Oder auch umgekehrt. Oder umgekehrt, je nachdem. Ach komm, machen wir das korrekte Ende. Ja. Will er nicht machen. Aber so, jetzt bringen wir ihn hinter Gittern und gut ist. Ich bin froh über deine Entscheidung. Ja, los, sorgen wir dafür, dass Brandner für seine Ja, komm. Rechenschaft gezogen wird, ja. Und wer das andere Ende sehen will, der spielt das ganze Spiel nochmal durch. Und lädt das andere Ende dann hoch und sagt uns bitte Bescheid. Das Genau. werden Sie Ihr Leben lang bereuen, Herr Hobler. Ach Tja, ja? oder auch nicht. So, jetzt sind wir bestimmt Hartz-IV-Empfänger. Aha.
Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Siddhartha. Gautama. Genau. Aha. Ja, keine Ahnung. Was das? Ich weiß es nicht. Kein Abspann. Kein Plan. Kannst du was klicken? Ah. Ja. Es tut sie was. Patrimonium. Und tolles Ende. Ja. Okay. Ja, das Ach. War's. Ja. Also. Ich denke mal, wenn wir das was anderes machen, da kommt auch irgend so ein schlauen Spruch vielleicht von Bush oder so. Ja, wahrscheinlich. oder von Bill Gates oder keine Ahnung. Genau, und während der Abspann läuft, können wir ja noch ein bisschen reden, wie uns das Spiel gefallen hat. Mhm. Also im Prinzip fand ich es eigentlich ganz knackig und humorvoll, bis dann jetzt zum Ende hin. Hat sich's gezogen. Auch, fürchterlich. Also das war, das hätten sie wirklich abkürzen können. Ja, so explizit wollen wir es in einem Adventure-Game nicht wissen. Nee, im Prinzip nicht. Also das ist ein bisschen... Kevin MacLeod, da ist er wieder. Ach, mein lieber Kevin MacLeod. Ja, der ist die tolle... da wieder. Ah, super. Die haben sich auch bei ihm bedient. Das finde ich schön. Also das gefällt mir dann schon ganz gut, weil alles von Kevin MacLeod ist. Ich habe auch einiges in ein paar von meinen Let's Plays von ihm verwendet, weil er wirklich ganz tolle Sachen macht. Dann gebührt auch vor allen Dingen uns beiden, dass wir es ertragen haben gegen Ende. Und ich finde auch, also teilweise waren da Dinge so unnötig in die Länge gezogen. Ja, ansonsten ist es ein gutes Adventure und vor allem auch recht lang. Das wäre auch so lang gewesen, wenn man nicht so ohne, in die Länge gezogen hätte. Mit dem Zimmerschlüssel zum Beispiel. Ja, genau. Also das war nun total beknackt, ne? Warum nicht den Zimmerschlüssel an der Rezeption bekommen können? Genau. Hallo? Ne? Wir haben eine vier von vier ausgezeichnet Oscar-Punktzahl. Okay. Wow. Nicht übel. Ja, ihr Lieben, schreibt uns doch bitte einen Kommentar. Ja, wie ihr das Spiel fandet. Und also für ein Freeware-Spiel, muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also endlos besser als manche Kaufspiele, muss ich auch genau, sagen. Genau, das stimmt. Ja? Und auch vom Umfang her kann es durchaus mithalten. Ja, absolut. Denke ich. Nee, also im Großen und Ganzen, wenn man 10 Punkte vergeben könnte, würde ich dem Spiel 7 bis 8 geben. Ja, ich würde 6 geben. Okay. Weil es ist ja dann doch ein bisschen gezogen und so. Ja, es ist also teils künstlich gezogen und dann, wie gesagt, jetzt dieses Ende, es hätte nicht so sein müssen. Aber genau. Und wenn euch interessiert, wie es ist, wenn man dann bei Herrn Brandner einsteigt als Berater, dann spielt es doch selber. Steffi schickt euch vielleicht auch die Spielstände und dann braucht ihr nicht alles nochmal zu machen. Genau. Also meldet euch einfach und dann sagen wir danke fürs Zusehen bei euch und wir sehen uns wieder bei einem nächsten Projekt. Ja. Was das genau ist, wissen wir noch nicht, aber wir lassen uns was einfallen. Ganz genau. Und es gibt auch ein, wenn Halloween ist, dann schon vorbei, wenn die letzte Folge hiervon hochgeladen ist, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja? Wir sehen insofern, werden wir das jetzt gar nicht mehr weiter vertiefen. So ist es. Genau. Bis dann, macht's gut und danke, dass ihr uns ertragen habt. Oh ja, und dieses schöne Ende. Bis dann, bleibt dran. Ciao. Tschüss.